Hallo, mein Name ist Erik Bartmann und ich möchte euch in diesem Videotutorial, wo es um den Raspberry Pi im Zusammenhang mit dem Port Expander 23S17 geht, zeigen, wie wir jetzt angeschlossene Taste abfragen. Ich habe dazu mein Prototyping Board aufgebaut. Wir schauen uns das nochmal genau an. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite das Flachbandkabel, was zum Raspberry Pi geht. Hier rechts daneben ist der Port Expander. Hier haben wir die Möglichkeit, die einzelnen Ports zu verschalten. Das heißt, ich habe hier auf der rechten Seite Port A, auf der linken Seite Port B. Port B wird jetzt komplett mit den auf dem Board befindlichen roten LEDs verbunden. Das heißt, die steuern wir gleich in gewissen Pattern an. Jetzt möchte ich aber angeschlossene Taster, die sich hier unten befinden, und zwar von rechts nach links, S0 bis S7, möchte ich abfragen. Die sind mit dem Port A verbunden. Und wenn ich jetzt mal das Programm starte, so, dann sehen wir hier, wie sich im Terminalfenster die Einsen nach unten fortbewegen. Das heißt, logisch 1 bedeutet, der Taster ist offen, weil ich das über einen Pull-Up-Widerstand nach High gezogen habe. Wenn ich jetzt hier, ich hoffe, das sieht man, den S0 drücke, sieht man im Terminalfenster ganz rechts ist eine 0 erschienen. Lasse ich den Taster wieder los, geht das wieder auf 1. Jetzt drücke ich den zweiten Taster. Man sieht also, die 0 wandert jetzt, wenn ich jeweils einen Taster weiter nach links gehe, wandert immer weiter nach links durch. Es ist natürlich auch möglich, nicht nur einen Taster, sondern mehrere Taster abzufragen. Ich drücke jetzt mal S0 und S1 gleichzeitig und wir sehen, im Terminalfenster werden die beiden Nullen angezeigt. Ja, diese Schaltung wird in einem Dokument von mir auf meiner Internetseite zur Verfügung gestellt, in einem Raspberry Pi Add-on Teil 2. Dort findet ihr auch das Python-Programm und ich würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekommen würde. Ja, bis später. Ciao.